Heute sind wir bei den helfenden Handwerkern zu Gast. In den letzten Jahren haben wir die ein oder andere Veranstaltung von ihnen sportlich, Fußball, Golf oder auch andere Sachen begleitet. Leider, die Corona-Krise trifft auch die helfenden Handwerker und darüber wollen wir heute sprechen. Volker Friese sowie Thomas Küster bei mir. Thomas, was hast du leider zu verkünden? Ich habe das heute zu verkünden, was viele andere ja auch schon verkünden mussten. Wir haben sämtliche unsere Veranstaltungen, ob es die Spiel ohne, oder Spiel ohne Grenzen sind, der Rosetti Fußball Cup und der Rosetti Golf Cup abzusagen. Sehr, sehr schade, ne, Volker, dass das so gemacht werden muss. Habt ihr eure Sponsoren, eure Partner, ja auch die Mannschaften schon informiert oder informieren können? Naja, wir haben im Vorfeld alle Mannschaften informiert, dass diese Sache ausfällt aufgrund dieser Krise. Und es sind auch noch keine Spendengelder geflossen, deswegen sind wir da guter Dinge. Das ist ja das Schwierige für euch. Spendengelder habt ihr in den letzten Jahren durch diese ganzen Veranstaltungen generiert. Was bedeutet das für das Jahr 2020? Für das Jahr 2020 bedeutet das wie jedes Jahr, wir fangen vor der ersten Veranstaltung bei Null an. Aber wir sind die helfenden Handwerker und Handwerker können anpacken und wir werden auch versuchen, unser alle zweijähriges Spendenziel, das therapeutische Reiten, in irgendeiner Weise, in irgendeinem Betrag X zu unterstützen. Das wird die Hilde-Heinemann-Schule sicherlich freuen. Das Weihnachtsdorf ist noch sehr, sehr weit entfernt, erst im Dezember, aber wie würdest du es einschätzen? Kann das dieses Jahr stattfinden? Naja, trotz Krise kann man die Planung nicht ganz aufgeben und auch wir sind mitten in der Planung für das Weihnachtsdorf, dass wir wenigstens eine Veranstaltung, die auch immer sehr gut ankommt, mit dem Weihnachtsmann und dergleichen, wirklich durchführen können. Dankeschön, Volker. Dankeschön, Thomas, für dieses Gespräch. Also, die helfenden Handwerker müssen leider ihre Sommerveranstaltungen absagen, aber wir hoffen, dass wir hier im Dezember zurück sein können, dann auf dem Weihnachtsdorf.